Moin Leute, kleine Info vorneweg, alles andere dann in dem folgenden Video, also in dem, im Anschluss zu dem Info, zu den Infos. Ich verhaspel mich schon wieder total, sorry Leute. Ja, ich werde zu meinem Naxxus E-Bike werde ich mal schauen, dass ich ein paar Infos im Internet finde zu dem Motor, weil das ja von den einen oder anderen von euch gewünscht war. Und das setze ich euch unten, schaut da gerne mal in die Videobeschreibung unten rein, in die Infobox. Da gucke ich, dass ich ein bisschen was dazu finde und ja, euch das unten in die Infobox reinsetze. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem folgenden Video. Geht eine knappe Stunde. Schon mal vorneweg, falls es euch gefällt und ihr den Kanal weiter unterstützen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Ein Daumen nach oben wäre super. Und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts Neues mehr verpasst. Ja, alles andere, wie gesagt, jetzt in dem Video wird ein Video werden, was nicht nur rein ums Fahrrad geht, so allgemein ein bisschen Gequatsche. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und Matze ab. Moin Leute, ich habe mich wieder ein bisschen erholt von meinen beiden Radtouren von gestern und vorgestern. War ja doch einiges. Also es waren ja, also insgesamt habe ich ja jetzt mit dem Fahrrad seitdem ich es habe, und das ist ja nur noch nicht lange, um die 200 Kilometer gefahren. Ja, dafür, dass ich schon lange keine Fahrradtour mehr gemacht habe und schon gar nicht so eine lange Tour wie gestern, ihr habt es ja gesehen, wie windig das vor allem auch war gestern. Boah, es ging echt gar nicht, ne? Da hast du über 30 Kilometer ständig ohne Unterbrechung nur Gegenwind. Also wäre ich das mit meinem Cube gestern gefahren. Ich meine, die Strecke sind wir ja schon mal gefahren, Kerstin und ich, ne? Vor ein paar Jahren. Auch mit unseren normalen Fahrrädern, auch damals nach Kiel. Das sind ja hin und zurück irgendwas um die 180 Kilometer, und das mit dem normalen Fahrrad, ne? Also das war für Kerstin damals auch eine krasse Leistung gewesen. Sie hat das ja auch noch nicht gemacht, so eine Tour, und ich auch nicht. Gut, früher, wo ich jünger war, da bin ich oft so mal 40, 50 Kilometer gefahren oder so, ne? Und aber wie gesagt, gestern, das war echt übel. Ich muss mal gerade gucken hier, was ist denn hier schon wieder mit diesem Kackstativ los. Sorry. Ja, also wie gesagt, war eine schöne Tour gestern gewesen, sau anstrengend, vor allem für meinen Hintern. Ich merke meine Knie heute. Ja, Sitzknochen tun noch ein bisschen weh, aber es geht, ne? Also lässt sich aushalten. Aber meine Knie merke ich durch die Arthrose, ne? Also das ist schon, ist nicht ohne. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe mal gerade eine andere Pfeife geholt. Ja, wie gesagt, also ein Fazit zu der Tour gestern. Es war definitiv eine schöne Tour. Ich hoffe, die Aufnahmen haben euch einigermaßen gefallen, die ich gemacht habe. Ja, ich weiß, das ist alles nicht so optimal, ne? Mit den Windgeräuschen und dadurch, dass ich so laut sprechen muss und weil ich halt kein externes Mikrofon habe. Ich habe jetzt auch einfach nicht das Geld dafür, mir für, was weiß ich, hier 100 oder 150 Euro ein Rode Mikrofon zu holen. Das Geld ist momentan einfach nicht drin. Da sind andere Prioritäten. Ich hätte gerne eins, ne? Aber wie gesagt, kann ich mir nicht leisten im Moment. Irgendwann wird das sicher kommen. Aber wann und so, ne? Das kann ich jetzt noch nicht, kann ich noch nicht absehen, keine Ahnung. Ja, ansonsten, wie gesagt,
war alles nicht so optimal mit dem Ton, ne? Auch dieses, ja, die Geräusche, dadurch, dass ja die Kamera am Lenker festgemacht ist, am Lenkervorbau habe ich die ja mittig installiert. Vorher hatte ich es eher mehr am Lenker rechts, links. Das ging ja gar nicht. Das war ja unterm Lenken noch viel, viel schlimmer, dass das so hin und her gewackelt hat als wie jetzt. Also dadurch, dass es am Mittel, am Vorbau ist, ist es doch um einiges stabiler. Und ja, wegen Ton kann ich es nicht ändern. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn das manchmal nicht so optimal ist. Und ja, aber ich bin ja froh, dass ich wenigstens überhaupt ein bisschen filmen kann. Na, ja, dann ansonsten, das Wetter hat ja gestern gepasst, ne? Also es war nicht zu heiß, es war nicht kalt. Klar, dann, wo es angefangen hatte zu regnen zwischendurch mal, das waren immer mal so kurze Schauer, ne? Also kein Dauerregen oder so. Bin auch nicht groß nass geworden, außer vom Schwitzen. Aber dann war es schon ein bisschen kalt. Ich habe dann auch später, aber auch durch die Anstrengung und die Müdigkeit, habe ich dann angefangen zu frieren. War ja doch so um die 7-8 Stunden unterwegs. Ja, roundabout 120 Kilometer. Das ist, wenn man es nicht gewohnt ist und wenn man nicht im Training ist, ist das echt sau anstrengend. Das ist wirklich, das war wirklich nicht ohne gestern. Also das merke ich heute auch noch, ne? Das steckt mir jetzt mal so 3-4 Tage noch in den Knochen. Aber ich mache mir schon so ein bisschen Gedanken, wo ich als nächstes mal hinfahren kann. Da werde ich natürlich keine 120 Kilometer Tour machen. Glaube ich zumindest nicht. Ich sag so manches und dann mache ich es anders, ne? Ja, mal kicken. Ansonsten wollte ich heute eigentlich mal drüber sprechen, wie ich mit dem Fahrrad bis jetzt zufrieden bin. Klar, ich kann da jetzt noch nicht viel sagen, ne? So ein richtiges Fazit kann ich erst nach einem Jahr abgeben. Ich habe jetzt ungefähr 200 Kilometer weg. Es klappert nichts und nichts, ne? Also es scheint von der Qualität her, Preis-Leistung scheint zu stimmen bei dem Fahrrad. Der Motor ist wirklich echt krass. Ich habe jetzt keinen Vergleich, ne? Es ist mein erstes E-Bike. Ich habe keinen Vergleich zu anderen Fahrrädern. Sicher, wenn ihr ein Fahrrad für 7, 8, 9.000 Euro oder mehr habt, hier so ein, keine Ahnung, so ein Riese und Müller. Aber das ist ja auch keine Garantie, wenn ihr so ein teures Fahrrad habt, dass das Ding was taugt. Da könnt ihr genauso in die Scheiße greifen, ne? Könnt genauso Pech haben. Ihr kauft euch ein Fahrrad für 6.000 Euro. Ich habe mal geguckt auf der Website von Riese und Müller, was die veranschlagen für ihre Fahrräder. Klar, da bezahlst du den Namen auch, ne? Riese und Müller war schon immer teuer, auch diese ganz normalen Fahrräder ohne E-Antrieb. Riese und Müller war schon immer teuer, ne? Das fängt ja bei der Beleuchtung an. Kauft euch mal eine Fahrradlampe von Riese und Müller. Das ist nicht normal für eine Lampe, ne? So viel Geld zu verlangen. Oder generell, ihr bezahlt halt den Namen, ne? Und sicher, die Fahrräder mögen gut sein, aber ich finde, der Preis ist nicht gerechtfertigt. In keinster Weise. Also, ich habe schon ein paar Mal gesagt, selbst wenn ich das Geld hätte, das höchste der Gefühle, was ich an E-Bike bezahlen würde oder generell an Fahrrad, wäre maximal 5.000 Euro. Also ich würde mir niemals ein Fahrrad für 8.000 oder 10.000 Euro. Klar, wer das Geld hat und wer das mag und wer das möchte, kann das gerne, kann jeder wie er mag und wie er kann. Aber ich finde, für ein gutes Fahrrad muss man nicht immer viel bezahlen. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Vergleich, ne, zu anderen Motoren oder wie ist jetzt so ein Bosch-Motor oder, ne, wie ist ein Mittelmotor. Ich habe ja einen Heckmotor, das ist ja müsste dieser Bafang-Motor sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Und ich habe jetzt hier auch mal die Beschreibung liegen. Ich wollte mal gucken, was da drinnen steht. technische Daten und so. Da wollte ich gerne mal reinschauen. Also wie gesagt, was ja an dem Fahrrad von Werk aus verbaut war, und das habe ich halt abgemacht, ist halt hier dieses Daumengas, ne? Das ist ja, also da, das ist normal montiert, so, und da gebt ihr Gas, fertig, und dann zieht der Motor hoch, ne? So, schließt ihr hier mit so einem Stecker an, das ist halt illegal bei uns in Deutschland, brauchen wir nicht drüber reden, nutze ich nicht, weil ich will legal Fahrrad fahren und will mir nicht jedes Mal Angst haben, was ist. Klar, du kannst die Kiste auch hochtunen, ne? Kannst die aufmachen. Alles möglich mit Software, ne? Du kannst jeden Motor kannst du manipulieren, auch beim Auto oder beim Motorrad. Kannst du mit bestimmter Software und vielleicht ein paar elektronischen Basteleien kannst du jeden Motor tunen, ne? Aber das ist halt nicht im Sinne der Sache, ne? Du kannst es machen, aber du darfst es halt nicht so. Und das kann tausendmal gut gehen. Beim tausendundersten Mal ist irgendwas, muss nicht mal eure Schuld sein. Ihr werdet in einen Unfall verwickelt. Einer fährt euch rein. Ne? So kommt die Polizei, dann Freund und Helfer und sagt, ja Moment mal, Herr sowieso, ihr Fahrrad da, ne? Übrigens hier, Daumengas ist nicht erlaubt. Da gucken wir doch mal genau nach, haben sie vielleicht was am Motor gemacht. So, dann wird das mitgenommen, das Fahrrad, dann kommt das auf den Polizeihof, dann wird das zum TÜV geschafft oder sonst wohin, keine Ahnung, wo die das überprüfen lassen. Dann heißt, ah, Moment mal, das Fahrrad fährt ja jenseits von Gut und Böse. Das Fahrrad fährt ja auf einmal 50, 60, 70 km/h. Moment mal, da ist ja was nicht ganz legal. Dann seid ihr im Arsch. Dann seid ihr richtig im Arsch. Und für das Geld, was ihr bezahlt, und dann kommt vielleicht noch ein Personenschaden dazu. Ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh. Deswegen nur mal für 5 Minuten Spaß haben und mal mit 50, 60 km/h durch die Kante heizen. Das macht bestimmt Spaß. Aber erstens ist es saugefährlich. Und es ist halt auch nicht legal. So, wenn irgendwas passiert, von wegen der Spruch hier, illegal, scheißegal. Nee, das ist dann gar nicht mehr egal. Weil die Strafe, dann seid ihr nämlich nicht nur bei einem Bußgeld, dann seid ihr bei einem Straftatbestand. So. Und je nach Höhe oder je nach Schwere, ne, zahlt ihr richtig. Und für das Geld, was ihr zahlt, könnt ihr euch locker ein Riese- und Müller-Fahrrad kaufen. Nur mal so viel dazu, ne? Weil das ja so viele cool finden, ihre Bikes zu tunen. Natürlich ist das cool, aber auf der einen Seite, was ich cool finde, muss ich noch lange nicht machen. Ne? Ich gucke mir auch so Videos an auf YouTube, wie so Elektrofahrräder gepimpt werden und getunt werden und wie die damit durch die Kante heizen, aber ist mir egal, so ins andere machen. Ich mach's nicht. Das, aus dem Alter bin ich raus für solche Fürzchen. Nee, das muss nicht sein. So, wo haben wir hier Deutsch? Auf Seite 33 bis 48. Mal gucken, ob da irgendwas zu den technischen Daten steht. Das ist ja das Naxos 27M204, nennt sich das. Hier steht das. Muss ich selber gucken. Das ist das hier. 27M204. So. Ich guck gerade. Ja, ist halt alles schön beschrieben, ne? Auch so mit den was ihr einstellen könnt, wie, was das alles bedeutet auf dem Display, wie ihr was einstellt und so, ne? Ist alles richtig gut beschrieben. Dann die Anzeige der Batterieleistung, wenn der Akku alle Balken zeigt, dann sind es 81 bis 100%.
bei 4 Balken 61-80%, bei 3 Balken 41-60%, bei 2 Balken 21-40%. Also ich hatte, wo ich ja gestern zu Hause war, hatte ich noch 2 Balken. Müsst ihr euch mal überlegen. 2 Balken, ich hatte noch 21-40%. Also es hat dann immer mal geschwankt, ne? Wenn ich dann eine höhere Stufe gefahren bin, war dann nur noch ein Balken. Bin ich mit der Stufe runter, war es irgendwo zwischen 1 und 2 Balken. Also ich war wahrscheinlich so bei 15% oder 20% Akku. Das war auch höchste Eisenbahn, man soll den ja nicht leer fahren, ne? Weil Tiefenentladung und solche Geschichten. Genau. So, Fehlersuche. Hier steht aber. Steht denn hier nichts? Hier steht nichts drin, wie viel. Wie viel Leistung der Motor hat. Nö. Schade eigentlich, da muss ich noch mal genauer recherchieren. Ne, steht da leider nicht drin, schade eigentlich, aber naja, steht da hier vielleicht was da im Akku drin? Sicherheitshandbuch, ja, Sicherheitshandbuch, na toll, eine Seite, Sicherheitshandbuch, das ist jetzt vom Akku, eine halbe Seite auf Deutsch. Naja, ja, wie gesagt, also ich kann da jetzt nicht viel dazu sagen. Das muss man noch mal gucken, ne? Aber er hat eine gute Leistung, der Motor, definitiv, das merkt man. Und das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Das ist halt, dann muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also wenn ich so eine lange Tour, wo ich die gefahren bin und ich bin dann abgestiegen, und saß dann so zu Hause auf der Couch, habe ich immer noch das Gefühl gehabt, ich sitze auf dem Fahrrad drauf und gerade schiebt der Motor an. Ich weiß nicht, ob ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, was ich meine. Das ist total ein krasses Gefühl. Das ist wie wenn ihr eine lange Schiffsfahrt macht und dann geht ihr von Deck, geht ihr aufs Land, dann denkt ihr auch erstmal noch, es schwankt und so, ne? So ähnlich ist das Gefühl jetzt hier beim E-Bike. Das ist total bekloppt, aber irgendwo ganz lustig, ne? Welchen Fehler ich auch nicht mehr mache, obwohl das sage ich immer, ne? Ich muss mir das abgewöhnen. Ich hatte ja dabei zu essen und zu trinken. So, ich hatte eine Flasche Cola dabei, ich hatte 2 Bananen und ich hatte einen Apfel dabei. Und ich hatte mir Wasser mitgenommen und meinen Trangia-Kocher, aber nicht mit dem Spiritusbrenner, sondern mit einem Gasbrenner. Der passt da ganz gut rein. So. Ansonsten hatte ich nichts dabei, ne? Unterwegs dann irgendwann auf der Rückreise, auf der Hinreise, wo ich dann da Richtung Rendsburg gefahren bin, da wo ich kurz Pause gemacht hatte, an dem einen Imbiss, wo auch die Fähre ist, ne? Da hat so geil nach Currywurst und Pommes und so gerochen. So typischer Imbissgeruch halt, ne? Boah, und ich hatte so einen Kohldampf, ne? Ich hatte zum Schluss, kurz vor zu Hause, ist nochmal hier ein, zwei Ortschaften weiter, ist nochmal so ein Truckstop, so ein Imbiss. Und da kann man
auch gut essen, ne? Und da war ich echt, hatte ich ein paar Mal den Gedanken gehabt, gehst du da jetzt rein, weil ich hatte wirklich so einen Knast gehabt. Gehst du da jetzt rein und fragst, ob die ein trockenes Brötchen für dich haben, ne? Den erklären hier so und so, ich mach gerade eine Radtour, bin schon seit 7 Stunden unterwegs und hab noch nichts gegessen. Die hätten bestimmt irgendwas rausgerückt, kann ich mir vorstellen. Vielleicht hätten sie mir auch ein Schälchen Pommes in die Hand gedrückt, aber nee, das war mir dann doch zu peinlich. Ich dachte, ach komm, Zähne zusammenbeißen und ab nach Hause, ne? Und da habe ich zu Hause erstmal schön Brot, schön hier Vollkornbrot mit Dickbutter drauf und Wurst und schön Salatgurke dazu. Boah, das ist nur so reingeflutscht, ne? Das ist, ich war so ausgehungert und das darf ich nicht mehr machen. Das nächste Mal, ich muss mir ein bisschen Geld einstecken. Ich wollte halt jetzt nicht so viel Geld einstecken. Das heißt viel, musst ja nicht viel mitnehmen. Keine Ahnung, 10, 20 Euro, ne? Es kann ja immer mal was sein unterwegs. So. Und dann dachte ich aber, ach nee, komm, Ende des Monats. Wir haben zwar noch so viel Geld, dass wir bis Monatsende hinkommen, aber da wollte ich jetzt auch kein Geld mitnehmen. Aber wie gesagt, ein bisschen Klimpergeld einstecken, ne? So 1-Euro-Münze oder 50-Cent-Stücke oder so. Auf jeden Fall so 2, 3 Euro in klein. Es kann ja mal sein, ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs. So, euer Akku ist leer. Ihr kommt an eine Ladesäule oder an eine Ladestation und braucht Geld. Was macht ihr dann, ne? Oder, keine Ahnung, das Fahrrad geht kaputt irgendwo unterwegs oder sonst irgendwas. Ich konnte ja auch nicht telefonieren, ich habe ja kein Datenvolumen drauf, ne? Ich meine, ich könnte irgendwo hingehen, was weiß ich, wenn da irgendwas wäre. Ich habe ja die Festnetznummer von uns im Kopf, ne? Könnte irgendwo fragen hier, bei jemandem klingeln, ne? Sagen hier, das und das, habe gerade... Mein Fahrrad ist kaputt gegangen, kann ich von Ihnen aus mal telefonieren, drückst du denen halt, was weiß ich, 1 Euro in die Hand, ne? Aber man sollte sich wirklich ein bisschen Geld einstecken, das ist wichtig. Oder einfach nur unterwegs irgendwo eine Kleinigkeit essen, muss ja nicht viel sein. Irgendwie eine Pommes und oder sonst irgendwas, ne? Und an der einen Fähre, wo ich euch erzählt habe, wo ich euch auch gezeigt hatte im Radvideo, wo ich gesagt habe, da waren wir vor ein paar Jahren schon mal, meine Frau und ich. Da haben die wirklich günstig, ich weiß gar nicht mehr, Schatzi, was haben wir denn damals da für diese Currywurst bezahlt mit Pommes und Salat? Waren das irgendwas um die 6 Euro, 7 Euro oder so? Ja, kommt hin, ja. Ja, ne? Irgendwie was sowas. Eine Portion. Also, richtig, also eine wirklich große Currywurst ja, mit richtig, richtig viel Pommes und noch einen kleinen Salat dazu. Das war. Ist da nicht so teuer, also. Nee. Und schmeckt ja auch gut. Ne? Also ja, das war lecker da. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr sowas macht, steckt euch entweder genügend Essen ein, wobei das auch immer nicht so gut ist, wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid. Und ihr habt irgendwie Brot und da ist Butter drauf und da ist vielleicht Wurst oder irgendwas anderes drauf. Das schmeckt dann auch irgendwann nicht mehr, ne? Das schmeckt halt so pappig und dann, ja, bei der Wärme kriegt die Wurst vielleicht einen Stich weg und ist dann auch nicht mehr gut. Dann kriegt ihr unterwegs noch Magenprobleme, gerade ich, wo ja so anfällig dafür ist, wo so anfällig dafür bin. Hm. Oder ich gehe das Trinken aus oder sonst irgendwas, wollt unterwegs irgendwo Supermarkt. Gut, das wäre gestern natürlich nicht möglich gewesen, war ja am Sonntag. Aber was ich damit sagen will, ein bisschen Geld einstecken kann nie schaden. Und so alles in allem war es wirklich eine schöne Tour gewesen. Wie gesagt, anstrengend, ganz klar, 120 Kilometer, wenn man das lang nicht mehr gemacht hat. Dann ist das schon sau anstrengend. Ne?
Ja, ich will mal gucken, nächstes Jahr auf jeden Fall will ich mal so eine Tagestour machen. Keine Ahnung. Mal so Richtung Flensburg, so die Ecke. Und dann irgendwo, ja, halt ein Zelt mitnehmen. Ne? Aber da muss ich auch mal gucken, dass ich mir ein einigermaßen vernünftiges Einmannzelt besorge. Das reicht ja vollkommen aus. Eine Isomatte oder eine gibt es ja Isomatte und Luftmatratze in einem, was vom Packmaß sehr klein ist. Und vielleicht, naja, ein Schlafsack zumindest. Ne? Dass man da nicht unbedingt in ein Hotel will, ich sowieso nicht. Und Pension auch nicht, weil erstens kostet es einen Haufen Geld, was ich nicht habe. Und dann, wenn ich sowas mache, dann will ich da ja schon so die Freiheit auch haben. Ne? Nicht, dass ich irgendwo mich im Vorfeld kümmern muss. Ne? Oder irgendwo auf dem Campingplatz. Weiß nicht, was das kostet. Muss mal gucken, ist ja auch immer unterschiedlich auf den Campingplätzen. Was kostet so eine Übernachtung da? Ne? Manchmal, aber da müsst ihr ja bestimmt auch, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, Campingplatz. 15 Euro, 20 Euro, kein Plan. Dann wollt ihr da euer Fahrrad aufladen und Kameraakkus und hast du nicht gesehen. So, und das seid ihr auch mal ganz schnell richtig Geld los. Und deswegen, das kann man dann schon machen, dass man sagt, okay, wenn man jetzt am Nordostseekanal lang fährt, da hat man immer solche Nischen, wo man versteckt ist, wo man mal schnell sein Zelt aufschlagen kann über Nacht, wo man nicht gleich gesehen wird. Ja, da wird ja auch, glaube ich, keiner was sagen, weil ich würde da, glaube ich, keiner wegjagen oder so. Außer ihr habt so einen ganz genauen, ne, so einen Dorfscheriff oder so. Der sagt, nö, das darfst du hier nicht, verzieh dich. Aber ansonsten, wie gesagt, oder irgendwie ein Tarp oder irgendwas, ne. Damit ihr zumindest geschützt seid, kann ja immer mal regnen. Und muss ich mal gucken, wie ich das alles auf die Reihe kriege. Da muss ich sowieso mir erstmal noch ein paar Sachen besorgen. Da muss ich gucken, wie geht das finanziell. Ne? Ist das jetzt finanziell möglich? Und ich meine, für ein einigermaßen vernünftiges Zelt, da muss man ja auch ein bisschen was bezahlen. Ne? Kriegt man ja auch nicht für ein Apfel und ein Ei. Da muss man mal gucken hier, zum Beispiel bei Decathlon kriegt man ja manchmal gute Angebote. Oder, keine Ahnung, muss man dann schauen, ne? Hätte ich Bock drauf, mal so eine ein oder zwei Tagestour, ne? Einfach mal, klar, das wird sau anstrengend, ne? Also ich denke, ich würde schon so, also 50, 60 Kilometer ist kein Thema, ohne dass ich jetzt großartig überanstrengt bin. Das habe ich ja gemerkt auf der Fahrt, wo ich nach Friedrichstadt gefahren bin. Klar, es war anstrengend, ne? Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin total außer Gefecht gesetzt. Also selbst gestern die Tour, es war sau anstrengend, ne? Aber jetzt einen Tag danach kann ich das Fazit ziehen. Es war anstrengend, aber es war nicht so, dass es mich komplett ausgenockt hat. Das definitiv nicht. Also realistisch für mich, erste Einschätzung, 60 Kilometer locker. Ne? Wenn du sagst, du machst eine Radtour, keine Ahnung, zwei Tage, und fährst am Tag 70, 80 Kilometer, ist gut machbar. Du hast dann eine gute Regenerationsphase, du kannst dich gut regenerieren und kannst dann nächsten Tag weiterfahren. Musst ja keinen Stress machen. Ne? Und selbst wenn du einen anderen Tag nicht so viel schaffst, ja, dann fährst halt weniger. Ne? Es tut dich ja keiner irgendwie hetzen oder so. Klar, du musst das auch wieder zurückfahren, aber ja. Ich würde das zum Beispiel auch nicht so machen, wie es viele machen, was man auch viel auf YouTube sieht, die so Radreisen machen. Die fahren mit dem Auto und dem Fahrrad und dem ganzen Kram, fahren die zu irgendeinem Punkt hin, ab dem sie losfahren. So. Oder mit dem Zug.
dann fahren die, keine Ahnung, irgendwo hin zum Startpunkt. So, dann fahren die mit dem Fahrrad da los und dann fahren sie dann wieder mit dem Zug zurück. So, das hat für mich nichts, also ist meine Meinung dazu, das hat für mich nichts mit Radreise zu tun. Ist jetzt meine Meinung dazu, ne? Jeder denkt da anders drüber. Aber für mich ist das, du fährst mit dem Fahrrad zu Hause los und kommst mit dem Fahrrad wieder zu Hause an und ja, fährst halt alles. Ach, nach Kiel sind wir auch. Und nicht, dass du irgendwo mit dem Zug erst hinkutschst und dann nur die Hinreise mit dem Fahrrad und dann zurückfährst du irgendwie mit dem Zug oder so. Ne? Wenn ich schon eine Radreise mache, dann halt richtig, ne? Und nicht nur so, ja, so halb irgendwie. Das wäre für mich dann nicht dasselbe. Aber da denkt halt jeder anders drüber und das ist auch okay. Aber ich für mich würde es so nicht machen. Ne? Zu sagen hier, ja, ich will jetzt, keine Ahnung, von, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also das wäre für mich nicht dasselbe, das wäre für mich auch nicht die Erfüllung. Ich will da auch nicht unterwegs in irgendeinem Hotel oder sonst wo pennen. Ich will, wenn, dann die Freiheit haben, ne? Ich will irgendwo unterwegs im Zelt schlafen oder so, ne? Diese ganzen Eindrücke und alles, das, ich will dann, wenn, das Komplettpaket. Und nicht nur so eine bequeme Radreise irgendwie, dass ich abends dann in einem Hotel schlafe oder so. Waschen kann ich mich auch am Fluss, ne? Waschen könnte ich mich auch am Nordostseekanal, das ist kein Ding. Kaufst dir halt so eine Seife, die halt biologisch abbaubar ist, ne? Musst ja nicht irgendeine Chemiebombe da reinhauen. Wobei ich sag mal, wenn ich mich da irgendwie waschen würde mit ein Stück normalen Seife, das würde den Nordostseekanal auch nicht zum Umkippen bringen, aber es muss ja nicht sein. Es gibt ja genügend Alternativen, ne? Oder ich nehme irgendwie Kernseife oder sonst was, ne? Man muss ja nicht nach Parfüm riechen, man muss ja nicht irgendeine Seife nehmen, die nach Rosen riecht oder so, ne? Hauptsache man ist frisch gewaschen am Ende des Tages, dass man in frische Klamotten nicht mit irgendwie total, ne, versifft und verschwitzt reingeht oder in den Schlafsack oder so. Also ich möchte mich da schon abends dann irgendwo waschen können, ne? Und und wie gesagt, also ich brauche kein Hotel, wo eine Dusche ist oder wo ich heiß baden kann oder so. Da kann ich mich auch irgendwo am Fluss waschen. Das ist wahrscheinlich noch besser als wie irgendein geklortes Wasser. Ja. Ja. Eins mit der Natur. Klingt bescheuert, aber dafür mach ich das ja, ne? Dass ich wirklich mal diese Erfahrung habe, ne? Früher als Jugendlicher, wir haben jedes Jahr haben wir 2 Wochen am Stück gecampt, also gezeltet, irgendwo mitten in der Pampa im Wald, ne? Da kam der Förster vorbei, hat nach dem Rechten geguckt, ne? Und hat uns nicht weggejagt und nix, ne? Weil er hat gesehen, wir benehmen uns da. Selbst Lagerfeuer haben wir gemacht früher, ne? Gut, heutzutage würde ich es nicht mehr machen. Ich würde im Wald niemals oder generell nirgends würde ich Lagerfeuer machen oder so, ne? Das ist mir einfach zu heiß. Lass da mal aber irgendwas passieren oder so. Es gibt genug andere Alternativen, wo man sich sein Essen machen kann. Es gibt Gaskocher, es gibt Spirituskocher. Wobei ich Gaskocher noch ein bisschen besser finde. Spirituskocher, ihr könnt dagegen kommen, der kippt euch um. Der ganze Spiritus fließt über die Wiese, brennt euch die Wiese an. Und da ist ein Gaskocher, ist da schon sicherer als Spiritus. Gerade im Sommer, wenn es knochentrocken ist. Ja. Und zur Not eine Unterlage drunter, eine feuerfeste Unterlage. Oder auf so Radwegen habt ihr immer mal so Bänke mit einem Tischchen oder so. Ne? Habt ihr ja gestern gesehen vielleicht im Video, wie ich mir da meinen Tee gekocht habe. Wo ihr so eine Hütte habt, wo ihr euch reinsetzen könnt. Da könnt ihr euer Essen kochen. Das ist ja auch schön, ne? Ihr sitzt draußen, könnt, wenn ihr am Nordostseekanal sitzt, könnt ihr die Schiffe nebenher beobachten. Ihr habt ja gesehen, was da für riesen Pötteln manchmal durchknüren. Und das ist halt einfach schön, ne? Wenn dann ein Tag ist, wo es nicht so windig ist, dann ist das schon eine schöne Sache, ne? Ihr sitzt dann draußen, vor allem nachts ist das auch ein ganz anderes Feeling, ne?
abends sind keine Leute unterwegs, großartig, und das ist schon schön. Was gibt es denn da? Weißwurst? Weißwurst. Ja, das ist Bayern am Ende ist. Ja. Und wir essen. Sind das denn für Weißwürste? Chiemgauer Fleisch- und Wurstwaren. Falsch rum, aber ich will's. Nee, doch, ist ja richtig rum. Ja. Wo kommen die denn her? Steht nur noch Schieb. Wie heißt das denn hier? Chiemgau. Chiemgau, ja. Ja, aber woher? Delikatesse Münchner Weißwurst. Da steht nicht mal drauf, wo das herkommt. Doch, hier wahrscheinlich, aber das hier ist auf so der Packung. Nein, ich kann das nicht lesen. Südbayerische Fleischwaren Obertrauchling GmbH. Ernst-Frenzel-Straße 1a aus Obertraubling. Ah. Ist sogar mit süßem Senf schon. Also, Grüße an die Bayern unter euch. Blau-Weiß. Ja, ist jetzt nicht dasselbe wie eine Weißwurst vom Metzger, ne? Ja, die macht man, also ich aber, das zieht man ja nur mit Kochen. Ja, erstmal heiß werden lassen und dann ziehen lassen, ne? Ja. Und wenn es anfängt zu sieden, runterschalten, mhm, auf kleinste Stufe und dann halt ziehen lassen, wie wenn du Bockwürste und so, ja, heiß machst, ne? Ja. Ja, ist ja lecker, ne? So Weißwurst. Oder sowas kann man auch mitnehmen zur Fahrradtour, ne? Hier so Wienerchen oder Bockwürstchen oder hier, ne? Bisschen Gemüse noch eingepackt. Am besten ist, wenn ihr unter der Woche eine Radreise macht oder eine Fahrradtour, da könnt ihr irgendwo einkehren, könnt irgendwo euch was kaufen. Irgendwo kaufen im Supermarkt, ne? Dann habt das frisch, dann müsst ihr es nicht ewig in der Wärme mit rumschleppen. Ja, also für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen und habe geplant, öfters mal Touren zu machen, mal, dass ich auch ein, zwei Tage unterwegs bin, ne? Also einen Tag losfahren, morgens zeitig, jetzt nicht um 4 Uhr morgens oder so, aber keine Ahnung, dass man morgens ordentlich frühstückt. Und dann halt losfährt und dann am nächsten Tag abends dann zu Hause ist. Ja. Ja, ansonsten, was kann ich noch zu dem Fahrrad sagen? Also wie gesagt, es macht einen stabilen Eindruck. Es klappert nichts. Irgendwie lässt sich nicht schwammig fahren oder so. Also das wird irgendwann nochmal geupgradet. Also da kommt nochmal ein vernünftiger Sattel drauf. Gerade wenn du längere Touren fährst. Am geilsten wäre natürlich so ein Brooks-Sattel. So einen richtigen Ledersattel. Brooks ist ja so, weiß nicht, die es nicht kennen. Das ist eine englische Firma, Brooks. Die Sättel, die werden in Handarbeit hergestellt. Die sind halt aus Leder, ne? Die müssen natürlich eingefahren werden, die müssen gepflegt werden. Da gibt es extra Sattelfett. Ihr müsst gucken, dass die nicht ständig Wind und Wetter ausgesetzt sind. Ist ja bei mir eh nicht. Ich stelle ja mein Fahrrad sowieso in den Keller. Ich mache das ja nicht wie viele andere Leute, die ihre Fahrräder bei Wind und Wetter draußen lassen. Hier bei uns vorm Haus stehen Fahrräder rum, die sehen aus wie jenseits von Gut und Böse. Da ist die Kette verrostet und da stehen die ewig da unten rum mit einem Plattfuß, ne? Und das hat nichts mehr mit einem Fahrrad zu tun, die Kiste, ne? Und also selbst wenn ein Fahrrad nicht viel Geld kostet, wo liegt das Problem, das Fahrrad, wenn man es nicht mehr braucht, in seinen Keller reinzutragen? Das ist doch, ihr müsst da doch keine 1 Million Stufen laufen. Ihr könnt doch das Fahrrad, könnt ihr doch in den Keller stellen. Warum lässt man ein Fahrrad draußen stehen?
Das heißt doch nicht, nur weil es ein Fahrrad ist und man kann damit auch im Regen fahren, dass man es bei Wind und Wetter draußen stehen lässt. Das ist für die Reifen nicht gut. Das ist für das ganze Metall ist das nicht gut, ne? Auch wenn es Aluminium ist. Aber wenn da ständig die Sonne drauf brutzelt oder im Winter dann die Reifen Frost abkriegen, irgendwann wird der Mandel an der Seite spröde. Dann reißen euch die Mäntel, ihr kriegt viel schneller einen Platten. Oder auch wenn ich immer gucke, wenn die so durch die Gegend fahren mit ihren Fahrrädern, da ist hinten ein totaler Plattfuß fast, ne? Weil der Luftdruck halt einfach nicht stimmt. Erstens ist es nicht gut fürs ganze Fahrrad und zweitens ist es halt auch nicht sicher. Wenn der Luftdruck, der Hersteller schreibt ja nicht umsonst auf dem Mandel drauf, der und der Luftdruck. Bei mir ist es zwischen 2,4 oder 2,5 bar bis 4,5 bar. So, und da fahre ich so meistens, ja, 3,5 bis maximal 4 bar fahre ich meine Fahrräder. Meistens so 3,8, 3,9 bar. Ne? Also zwischen 3,5 und 4 bar, irgendwo so dazwischen. Und da gucke ich auch, bevor ich eben losfahre, gucke ich, okay, ist noch genug Luft drin und da reicht nicht der Daumentest. Deswegen ist halt auch immer gut, wenn man eine Luftpumpe mit Druckanzeige hat. Ne? Dass man zumindest, bevor man losfährt, da mal kurz Luft reinpumpt. So 1, 2 bar. Wenn das rumsteht, kann euch in der Woche schon einen guten Bar Luftdruck flöten gehen. Und das merkt ihr beim Fahren. Ihr merkt das ja selber, wenn der Reifen nicht genug Druck hat, es lässt sich halt viel schwerer fahren. Ne? Und gerade bei so einem schweren E-Bike ist das noch umso wichtiger. Also das ist schon wichtig, ne? Also mir ist das wichtig, dass ich mein Fahrrad, ich muss es ja nicht jeden Tag putzen oder polieren, aber dass es zumindest einigermaßen in Ordnung ist. Das sieht man ja bei meinem Cube. Das Ding ist jetzt fast 10 Jahre alt und sieht aus wie als ob es ein Jahr alt ist. Da ist noch nichts mit der Kette gewesen. Gut, ich bin da jetzt keine 20.000, 30.000 Kilometer gefahren, das kommt ja noch dazu. Aber ich habe immer noch die erste Bereifung, ich habe immer noch die erste Kette, immer noch den ersten Antriebssatz habe ich immer noch und. Ne? Da war noch nie irgendwas groß gewesen mit der Karre. Weil ich eben meine Sachen pflege und schone. Ne? Wenn man mit seinen Sachen umgeht, wie scheiße, sage ich mal auf Deutsch, dann halten die Sachen halt auch nicht. Ne? Weiß nicht, wir haben das halt so beigebracht gekriegt. So ist das. Ja, da sind wir schon wieder bei 41 Minuten. Ich schaffe es einfach nicht, kurze Videos zu machen. Es ist. Aber naja. Wem es gefällt, der guckt sich's an, wem nicht, wem das halt einfach zu langweilig oder zu lang ist, dann der guckt's halt nicht, ne? Aber ich kann halt manche Themen, kann ich nicht in ein 10-Minuten-Video verpacken, das geht einfach nicht. Kriege ich nicht hin, will ich auch gar nicht. Ganz ehrlich, ich will keine 10-Minuten-Videos nur machen. Das weiß ich nicht. Ich sitz gern mal hier vor der Kamera, quatsch dummes Zeugs und den einen oder anderen von euch interessiert's vielleicht, das würde mich natürlich freuen. Und wenn es halt nicht gefällt, ja, ist jedem freigestellt, ne? Anzugucken oder nicht anzugucken. Ja. Wie gesagt, so ein richtiges Fazit kann ich erst geben für das Fahrrad, wenn ich es eine Weile gefahren bin. Ne? Vielleicht mal so nach einem Jahr mal so ein großes Fazit geben, was ich mit dem Fahrrad alles erlebt habe, wie sich's verhalten hat im Laufe der Zeit, ob schon mal vielleicht irgendwas dran war, ob ich was habe reparieren müssen oder wie die Bereifung ist, wann ich meine ersten Platten habe und. Ja, irgendwann kommt sowieso mal ein anderer Sattel, wie gesagt. Dann kommen mal andere Reifen drauf mit Pannenschutz. Das ist schon besser.
Aber so, für die ersten 200 Kilometer, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Erst wo ich das bestellt habe, das Fahrrad, habe ich dann mir einige Fazits oder einige Berichte dazu durchgelesen, zumindest was man so findet im Internet, ne? Und auf YouTube findet man ja nicht wirklich viel, oder ich habe es einfach schlichtweg nicht gefunden, ne? Ich kann sagen, war ich erst so ein bisschen verunsichert, dachte ich, naja, war das jetzt die richtige Entscheidung, weil ja, Naxos sagt mir jetzt auch nichts, ne? Habe ich noch nie gehört vorher, Naxos. So Marken wie Ghost oder Cube oder selbst hier diese Otto-Marke, Prophete, das hat man ja schon mal irgendwo gesehen oder gehört, ne? Aber so einen Hersteller habe ich noch nie gehört. Wo ich dann gehört habe, naja, China-Bike, viele haben halt nicht so positiv drüber geschrieben oder berichtet. Was ich für mein Fahrrad nicht nachvollziehen kann, ne, warum man ein Fazit für ein China-Bike gibt und das aber dann vergleicht mit Äpfel und Birnen, dass gesagt wird, ja, das ist nicht so gut, weil das sind ja keine hydraulischen Scheibenbremsen verbaut, das sind nur normale Seilzüge, also normale Bautenzüge, und die Bremsen sind nicht so hochwertig und die Schaltung wäre nicht so hochwertig und, ja klar. Was wollt ihr denn erwarten? Ein Fahrrad für 1200 Euro könnt ihr nicht mit einem Fahrrad von Riese und Müller vergleichen für 7.000, 8.000 Euro oder 5.000 Euro oder so. Klar sind da andere Felgen, andere Scheibenbremsen verbaut, andere Schaltungen. Klar habt ihr dann auch eine hydraulische Scheibenbremse. Aber das habt ihr doch nicht bei einem Fahrrad von um die 1000 Euro. Roundabout 1000 Euro, egal, die gibt es ja auch bei Amazon zu kaufen, ne? Je nachdem, wo ihr die halt kauft, liegen die so um die 1000 Euro, diese China-Bikes. So, da könnt ihr keine ultra hochwertigen Sachen erwarten, aber ihr könnt auch keinen Schrott erwarten. Ne? Natürlich kauft ihr euch ein E-Bike für 500, 600 Euro, da würde ich auch nicht aufsteigen. Ne? Da würde ich auch sagen, nee, das Geld, das behalte ich lieber und lege nochmal 500, 600 Euro drauf und hol mir eins, was einigermaßen vernünftig ist. Ne, einen einigermaßen vernünftigen Eindruck macht, wo es nicht gleich auseinanderfällt, wenn ihr es einmal schief anguckt. So. Aber ich kann nicht sagen, ja, das Fahrrad ist Schrott, nur weil das und das nicht verbaut ist. Weil es ist einfach der Preis nicht hergibt. 1200 Euro, da müsst ihr Glück haben, dass ihr eine hydraulische Scheibenbremse kriegt. Und dann würde ich mich eher fragen, ja, muss es das unbedingt sein für den Preis? Na, taugt diese Bremse, diese hydraulische Bremse weniger wie eine mit Seilzug für den Preis, ne? So, das ist ja alles so ein Ding. Das eine, was ich habe keine großen Erwartungen gestellt, ne? Ich habe nicht erwartet, dass da hydraulische Scheibenbremsen dran sind oder dass da eine super fette geile Schaltung von Shimano dran ist. Nee, das habe ich nicht erwartet. Und das war mir auch im Vornherein bewusst, ne? Und dass, wenn ich sowas haben möchte, dass ich da eben mal locker um die 2000 oder 2500 Euro bezahle. Oder wenn ich Glück habe, kaufe ich mir vielleicht ein E-Bike für 1800, 1900 und habe dann eventuell eine hydraulische Bremse. Jetzt, ne? Ich weiß nicht, wo die anfangen, bei welchem Preis, aber ich glaube, für 1,2 kriegst du kein Fahrrad mit hydraulischer Scheibenbremse. Wenn, dann ist das wirklich Schrott. So, aber jetzt, klar, ihr habt einen längeren Bremsweg. Ihr müsst, der Druckpunkt ist höher beim Seilzug, ist ja auch ganz logisch, ne? Aber wenn ich das weiß, da gewöhne ich mich daran. Früher hat man das ja auch nicht mit Hydraulik, ne? Klar, hydraulische Scheibenbremsen gibt es schon ewig und 3 Jahre an Fahrrädern, aber früher konntest du das auch nicht bezahlen. Früher war das halt teuer alles. Mittlerweile ist das ja bei vielen Fahrrädern, mein Cube hat es ja auch, ne? Und das hat auch unter 1000 Euro gekostet und das hat auch eine bessere Shimano-Schaltung. Die Gabel ist besser, die Felgen sind besser, das Rahmenmaterial ist sicherlich auch besser, aber es ist halt auch kein E-Bike. Ne? Und also wie gesagt, da kannst du nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das geht nicht.
wenn ich das Geld gehabt hätte. Ich hätte auch gerne wieder ein Cube gehabt, ein Cube E-Bike. Aber wie gesagt, wenn ich das Geld gehabt hätte, ne, hätte ich mir auch eins geholt. Hätte ich mir auch für 3.500 Euro eins geholt, aber geht halt nicht. Ne? Deswegen muss ich gucken, nehme ich ein günstigeres. Und nur weil es ein China-Fahrrad ist, heißt es noch lange nicht, dass es Schrott ist. Weil die Chinesen sind ja auch nicht doof. Ne? Die wollen ja auch, dass die Sachen verkauft werden und. Und, ne? Ja, so ist das. Ja, ansonsten schade, dass da jetzt nichts in der Beschreibung drin steht, wie viel Leistung dieser Motor hat, wie viel Newtonmeter oder wie das gerechnet wird, weiß ich gar nicht genau. Muss mal gucken, ob ich da im Internet was dazu finde. Wenn nicht, mir ist wichtig, dass es funktioniert. Und der Motor, der hat ordentlich Leistung, das merkt man, wenn du da Unterstützungsstufe 1 reinballerst und fährst wirklich so einen Berg hoch, der zieht dich oder schiebt dich da hoch. Ne? Ich habe ja schon bei E-Bikes gesehen, das sind manchmal die Motoren vorne im Vorderrad oder eben so was Bosch-Motoren sind, das ist ja meistens unten, da wo das Tretlager ist, also ein Mittelmotor. Und dann halt meins ist halt ein Heckmotor, ne? Und der schiebt dich schon ordentlich die Berge hoch. Also, das ist schon beeindruckend. Wenn man das nicht gewohnt ist, ne? Das ist schon ordentlich. Also, ich bin da echt begeistert von dem Fahrrad. Ja, mal gucken, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo mich die nächste Tour hin verschlägt. Muss ich mal schauen. Ansonsten, ja, weiß auch nicht. Die nächste Tour wird bestimmt auch wieder so um die... Also mindestens 50 Kilometer denke ich schon, also nur eine Tour, ne? Und mal ein bisschen zusammenpacken hier, werde ich mal gucken. Es gibt ein schönes Naturschutzgebiet, das nennt sich Lundener Niederung. Das ist so ein Moorgebiet. Da habt ihr vom NABU, von diesem Naturschutzbund, die haben da so eine Beobachtungsplattform hingebaut. Das ist eigentlich ganz cool da. Da könnte ich auch mal hinfahren, könnte ich euch mal zeigen. Das ist da wirklich richtig cool. Da gibt es auch einen großen See. Da kommt man aber nicht direkt ran, weil das von Schilf umgeben ist und so. Muss ich mal gucken, ob man da zu dem See direkt einen Zugang findet. Aber zu diesem Unterstand wollte ich gern mal, zu diesem, da geht man so ein paar Treppenstufen hoch, alles halt aus Holz gebaut, ne? Richtig cool. Da war ich schon zweimal gewesen. Das wäre eigentlich ein schönes Ausflugsziel. Das ist nicht so weit, ist nicht so anstrengend. Das ist, ihr habt es ja gesehen, auf der Tour nach Friedrichstadt. Da fährt man ja, wenn man Richtung Friedrichstadt fährt, kommt dann Lunden. Und das ist Lundener Niederung, nennt sich das. Und das würde ich euch gerne nochmal zeigen. Mal gucken, da werde ich die Tage mal sehen, wie ich Bock habe. Morgen will ich auf jeden Fall zum Angeln. Da packe ich gar nicht viel ein. Meine Spinnrute, ein paar Köder in den Rucksack und Kescher und was man halt so braucht. Ne? Und dann... möchte ich gerne mal wieder angeln. Mal gucken, ob ich vielleicht diesmal irgendwie einen Hecht oder vielleicht auch wieder einen Barsch fange, einen großen Barsch. Also ich so die Größe. Wäre ich schon zufrieden. Ne? Und dann ja, gibt es lecker Räucherfisch. Mal gucken, ob ich vielleicht einen Hecht verhaften kann. Ich würde gerne Hecht mal geräuchert essen. Mal gucken, wie das schmeckt. Weil Hecht an sich ist wirklich lecker. Ne?
Hat halt sehr viele Gräten, aber ja, mein Gott, ist halt so, ne? Und ja, wie gesagt, morgen gehe ich angeln. Ich weiß noch nicht, ob ich die Kamera mitnehme, ich kann es nicht sagen. Jo. Ansonsten würde ich sagen, soll es das für das Video gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich weiß, dieser Spruch, ne, viele, die denken, ach, dieser Spruch mit Abonnieren und Daumen hoch, das ist doch voll Kindergarten. Ja, es ist schon wichtig, dass man es sagt. Ne. Wenn es stört, ja, dann ist es halt so. Ne. Aber ich sag's halt, nicht weil es 1000 andere YouTuber auch machen, sondern weil es halt für mich wichtig ist. Ne. Ja, genau. Wie gesagt, gerne Daumen nach oben geben. Lasst mir auch ein Abo da. Sind jetzt in den letzten Tagen wieder ein paar dazugekommen, dann sind wieder ein paar abgesprungen. Aktuell sind wir hier auf dem Kanal bei 490 Abonnenten. Vielen Dank. Noch 10 Abonnenten, dann haben wir die 500er Marke geknackt. Das finde ich richtig cool. Dafür auch nochmal danke, dass ihr mich und meinen Kanal hier so unterstützt. Spornt ja doch immer an, ne? Und wie gesagt, vielen Dank für die 490 Abos. Ja, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und ja, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich werde jetzt so eine Weißwurst verdrücken oder zwei. Ich weiß gar nicht, wie viele sind noch da. Ach ja, wie viele sind das denn? 2, 4, 5 Stück. Ja, reicht für 3 Leute, ne? Gut, dann, wie gesagt, haut rein, bleibt gesund, bleibt mir gewogen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye.